Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Und da hinten wartet das Mega-Seedrauber, Metall-Seedrauber auf uns. Die Freundschaft der Digimon steigt und steigt und steigt. Wir haben jetzt die 100%, auch wenn mein Metall-Seedrauber mich noch nicht so ganz mag. Ich weiß nicht, sollen wir ihn ansprechen? Ja, unser Leben sieht ja ganz gut aus. MP können wir selbst heilen. Weil das können wir jetzt schnell machen, ne? Müssen wir es nicht im Kampf machen. So. Sehr schön. Ja gut, ich würde sagen, wir sprechen ihn an und gucken, ob wir die DNA-Ding dazu dann kriegen. Wenn wir gegen ihn kämpfen müssen. Hey! Diesen Digilachs. Hast du ihn in diesem Gewässer gefangen? Sie sind hier nämlich ziemlich rar geworden. Du angelst recht viel, oder? Metall-Seedrauber können es nicht leiden, wenn Leute den Ozean durcheinander bringen. Du hast die falsche Person erwischt. Was? Du täuscht Unwissenheit vor? Wieso hast du dann einen Digilachs? Du willst ihn essen, oder nicht? Keine Ausrede mehr, ich habe genug Beweise. Machen wir einen Test. Wenn du dich von hier fernhältst, sollte sich die Population der Digilachse wiederholen. Ich habe das erste Mal geangelt. Ich wollte gerade sagen, der hat kein Level, aber der ist 42. Ja, ansonsten müssen wir das wieder aushalten. Aber es nützt ja alles nichts, ne? Aber deswegen ist es nicht ganz so stark. Na toll, es ist ja auch langsam. Hier, nimm mal. Keep it up. Warum geht das nicht? Good hit. Keep it up. Oh, das ist doch so warm. Nice. Naja, gut. Müssen wir jetzt mit leben, dass wir keine Excel hinkriegen. Dass wir das nicht dürfen. Good hit. Ja, hauptsache noch eine reingepfeffert. So ist richtig, Freundchen, so ist richtig. Wir kriegen die auch so tot. Irgendwie. Ernsthaft? Here goes. Ha. Now keep it up. Naja. Müssen wir diese Generation mitleben, dass wir es nicht können, ne? Finde ich echt schade. So können wir zwar kämpfen, aber wir müssen uns viel heilen. Jetzt hör mal auf, die ganze Zeit jemanden zu verlangsamen. Das ist Kacke, ist das. Jetzt auch noch verwirrt. Aber den kriegen wir zumindest schneller hin. Auch wenn ich schon die Hälfte meiner Heilungsdisk verschwendet habe. Ach Leute, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ich weiß nicht, wann bei ihm der Schaden ankommt. Kannst du das bitte lassen? Nö, das kannst du klicken, dass ich dich jetzt heile. Oh, kritischer Treffer, boom! Super. Oh. Das wird schon, wenn ich dran glaube. Ich muss einfach nur dran glauben. Aber ich mach diese scheiß Befehle, Kacke. Das ist doch nicht dein Ernst, Zero, Mann. Reiß dich zusammen. Normalerweise kriegen wir schon längst eine Ulti hin. Aber schon längst. Ich wollte gerade sagen, wolltest du nicht dein Ulti machen? War da nicht was? Hast du was vergessen? Ja, zumindest kriegen wir Geld, um das Ganze wieder irgendwie zu kaufen. Hälfte an dem hat er nur noch. Get up.
Nein, das war einer zu viel. Ich wollte das hier. Oh Gott, ich muss beide Ultis kriegen. Alter, hast du den Mana schon aufgebraucht? Nein! Oh. Ich dachte, er greift mich selber an. Oh Gott! Mach keinen Scheiß, Junge! Na gut, machen wir erstmal eine Ulti. Bam! Hattest du nicht den... Nee. Da. That's right. Good hit. This should work. Good hit. There. Get up. You're doing it. Na toll, jetzt ist er auch noch verwandelt, mit dem ich quasi den Boost machen wollte. Shake it off. Das gibt's doch nicht. So, das wird den beiden ein bisschen helfen. Und der andere hat den Boost nicht bekommen. Ah, oh, weil er sich verwandelt hat wahrscheinlich. Dieses Hydramon ist die Pest. Alter Schwede. So, er ist noch schön verlangsamt. Und dann kicken wir ihn wieder. Ulti in die Fresse. Nimm dies. Are you okay? Yeah. Ja. Halleluja. 5000 Bit. Ach, komm. Aurafrost. Was hast du gesagt? Aber wenn nicht du, wer dann? Aha, ich verstehe. Mein Fehler. Digilaxe sind eine komplexe Fischart. Alle paar Jahre wandern sie in riesigen Schwärmen durch die Ozeane. Das scheint zurzeit der Fall zu sein. Tut mir leid, ich habe so lange geschlafen, dass ich das wohl verpasst habe. Entschuldige, es ist keine große Entschädigung, aber nimm dieses, das ich auf dem Meeresgrund gefunden habe. Du hast eine Kulthaufen-Platin-Medaille erhalten. Ernsthaft? Hm, aber es gibt einen Grund, wieso ich so zerstreut bin, seit ich aufgewacht bin. Habe ich mich etwas umgehört. In der Welt scheint sich gerade einiges zu tun. Vielleicht sollte ich ebenfalls nach Vlazien aufbrechen. Ja, cool. Da würde ich sagen, gehen wir weiter zu Platinum Numemon, ne? Lol. Lol, 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 lol. So, Mittagsserumon ist in der Stadt angekommen. Es ist ins Labor gegangen. Da es mechanisch ist, fährt es total auf Maschinen ab. Ah ja, Maschinen, ja. Hier ist es nicht. Da ist es. Schön, dich wiederzusehen, Zero. Ich kann dir nicht alles über Fähigkeiten beibringen, aber ich kann dir helfen, wenn du etwas über Eis- oder Dunkelangriffsfähigkeiten erlernen willst. Ah ja. Eisstatue, was haben wir hier? Da finde ich die Eisstatue besser. Nun denn, auf zu Platinum Numemon! Sender bitte. Kannst du mir noch mal ein paar Sachen geben? Danke. Kann ich noch ein? Noch ein? Wo führst du mich hin? Der absolute Nullpunkt. Nein, danke. Ich möchte gerne zum Knochenresort. Ja, auch wenn ich bald kein Geld mehr habe. Phönixmon macht mir nur ein bisschen Angst. Da bräuchte ich ehrlich gesagt die DNA-Digitation.
Ohne geht das nicht. Aber ich kann gleich mal was gucken. Das könnte interessant werden. Ach, ich muss das gar nicht mehr sammeln. Gewohnheit, wenn ich hier bin. Ich hab's mir total angewöhnt, die Dinger zu sammeln, wenn ich hier bin. Vielleicht möchte das da oben ja wieder mal irgendwas machen. Jetzt habe ich das Spiel durch. Das heißt, da könnte was laufen, Freunde. Da könnte was laufen. Das nächste Mal mache ich irgendwas, was 100%igen DNA-Digitationen kriegt. Ganz ehrlich. Wobei, ich habe da bei Megaseed immer noch 99%. Vielleicht muss das erstmal weg. Wer weiß, wer weiß. Wenn du jetzt noch weiter da ins Land starrst, ne, dann weiß ich... Geld! Da wächst Geld, Freunde. Da weiß ich nicht, was los ist. Es sagt nichts. Warum nicht? Hä? Warte. Warte. Wieso hat es keinen Namen? Da steckt irgendein Geheimnis hinter. Muss man kurz hier in der Gegend gucken. Gibt es hier noch was anderes? Nein. Hätte ja sein können, dass wir noch ein anderes Digimon kriegen. Oh, Geld! Noch mehr Geld. Ich bin nur ein bisschen ratlos, wo die anderen Megas sind. Es könnte sein, dass sie in einer anderen Dimension sind. Och, bitte nicht kämpfen. Och, Leute. Was wollt ihr denn von mir? Oh, so schnell habe ich sie noch nie tot gekriegt. Das muss ich aber einsammeln. Okay. Wir müssen in den Dimensionen nachgucken, was da ist. Wir sind offensichtlich eigentlich zu schwach dafür, aber naja. Was willst du machen? Frag mich, wie wir stärker werden. Wir haben jetzt das Maximum erreicht von dem, was geht. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kamst, Milo, dass man Max Stats einfach so hinkriegen kann. Ich kann es anscheinend nicht. Oh, wie wundervoll. Du hast wirklich meine Kothoff-Medaille gefunden. Du hast so viel getan, um sie... Warte, Phönixmon. Ah. Du hast so viel getan, um sie mir zurückzubringen. Nochmal verliere ich sie nicht, das verspreche ich. Schluck. Wenn ich sie esse, kann ich sie nicht verlieren. Fabelhafte Idee. Moment mal. Ich habe ein verrücktes Déjà-vu. Oh, genau so war es. Oh, er hat es ausgekackt. Oh nein. Ich habe die Medaille das letzte Mal auch heruntergeschluckt und dann die Toilette heruntergespült. Meine Güte, das tut mir jetzt leid. Alles meine Schuld. Alles wieder als Wiedergutmachung will ich in die Stadt gehen. Weißt du was, du gibst mir Geld. Komm her. Bist halt kurz aufs Maul. So, wo ist das Ding da? Nice. Na gut, gehen wir zurück. Hey. Dann gehen wir doch mal in so ein Portal. Es kann gut sein, dass da... Ja. Du bist zurück. Quartier Rumon hat sich der Stadt angeschlossen. Es ist ins Hightech-Ausrüstungs... Was? Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 100. Also ich hätte schwören können, er geht zum Unterhaltungsviertel. Zero, wie geht's es dir? Ich habe jede Menge Geld und möchte meinen Beitrag für die Stadt leisten, indem ich etwas kaufe. Das ist mein Lieblingsladen. Hier bin ich immer. Wenn du weißt, wie es sich anfühlt, reich zu sein, dann komm rüber, ich werde dir ein Zeichen meiner Freundschaft geben. Wow, hier gibt es jede Menge Dinge, die ich haben will. Ich nehme das und das, ich nehme einfach alles. Weißt du, keine Geldprobleme zu haben, ist auch ein Problem.
Oh je, tut mir wirklich leid, ich wusste nicht, dass du arm bist. Nun, ich schätze, man läuft nicht einfach mit 10.000 Bit in der Tasche in der Gegend rum. Das heißt, ich... Heißt das, ich brauche 10.000 Bit? Keine Ahnung, er ist verwirrend. Ich würde sagen, wir gehen hier rein und versuchen uns einfach irgendwie durchzumuggeln. Was? Der Fahrzeug ist noch instabil. Hätten wir jemanden, der genug Macht besitzt, ihn zu stabilisieren? Ach, da kann ich rein, oder was? Aber ich kriege aufs Maul, wenn ich da hingehe. Okay. Ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht. Dafür bin ich zu schwach. Huch. Wie beunruhigend. Hallo Zero, ich stecke da in einer ziemlichen Zwickmühle. Könntest du zu mir rüberkommen? Ex-Szenarien? Schön, dich zu sehen, Zero. Du kommst mitten in einer echten Notlage. Alle öffentlichen Toiletten der digitalen Welt wurden von einer Bande Sukamon in Besitz genommen. Die Toiletten in Floatien sind noch in Ordnung, aber an 9 anderen Orten sieht es nicht so gut aus. Ich habe zwar keine Ahnung, weshalb sie das machen, aber es ist äußerst alarmierend. Wir haben uns die Orte einmal angesehen. Die Sukamon haben sich darin verbarrikadiert und haben nicht vor, so bald wieder herauszukommen. Wie wäre es damit, sie einfach da rauszuprügeln? Dann würden die Toiletten zerstört werden. Manchmal bestehst du wirklich nur aus Muskeln oder Hirn. Die Lage wird sich immer weiter verschlimmern, wenn sie da nicht bald wieder herauskommen. Kota und ich sind dabei, mobile Klos an alle betroffenen Orte zu bringen zu lassen. Aber wir haben nicht genug. Sie gehen uns bald aus. Wir konnten keines in den Westen der Ungino-Einöde bringen. Just like this. Es sieht schlimm aus und wir brauchen dich. Kannst du uns helfen? Wir zählen auf dich, Zero. Okay. Thank you, ich wusste es, dass wir uns auf dich verlassen können. Es liegt an dir, dich um Zuckermann zu kümmern. Sorry. Tut mir leid, dass wir nicht helfen können, aber wir haben alle Hände voll zu tun. Leave it to me. Spielen uns ein paar Numemon etwa Tricks? Ich werde mich mal mit ihnen unterhalten. Not happening. Lusche, wir waren gerade dabei, Zero zu loben. Unterbrich uns nicht einfach. Eigentlich? Vielleicht sollte man mal mit den Zukamon und Numemon in der Stadt reden. Vielleicht haben die ja eine Idee, was man tun könnte. Spricht mit Numemon, Zukamon und Platinum Numemon in der Stadt. Danke, Zero. Eine Sorge weniger. Ach, deswegen habe ich das jetzt erst bekommen. Naja. Also, Banjo-Lemon sagt, ja, gut, im Südwesten der Serverwüste ist ein Trugbild-Digimon. Was ist überhaupt ein Trugbild-Digimon? Wir haben viele Angreifer aus einer anderen digitalen Welt im Unendlichkeitskessel entdeckt. Jetzt wird es verrückt. Ich glaube, das alles, aha. Im Südwesten der Serverwüste. Gut, dann gehen wir da erstmal hin. So, Digimail. Gut, sprechen wir erstmal mit dem Digimon hier. Ich habe keine Lust zu reden, aber von mir aus. Ich wurde per Digimail kontaktiert. Offenbar haben alle Numemon den gleichen Aufruf per Mail erhalten. Anscheinend ist auch ein einflussreicher Sukamon-General losgezogen. Das könnte in einem großen Krieg enden. Aber das ist nicht mein Ding, also habe ich die Mail ignoriert. Mir gefällt es hier. Okay, Hightech, Hightech, Hightech. Hightech, klar.
Angeblich sollen sich ein paar Zuckermon und Numiermon in öffentlichen Toiletten eingesperrt haben. Ist das wahr? Ich habe eine Digibell gekriegt und es für einen Streich gehalten. Ich wäre natürlich so oder so nicht gegangen. Ich habe eine Schwäche für Glitzerkram. Ich liebe nichts mehr, als mich hier mit hübschen Dingen zu umgeben. Wie du das Problem lösen sollst? Ich glaube, General Numelfoss wurde zur weiten Hochebene entsandt. Der Geruch von Vintage Digimus, damit wickelst du ihn um den kleinen Wicker, das lockt ihn heraus. Vintage Digimus wird im kleinen Raum neben der Kapitänskajüte an Bord des Modschiffs gezüchtet. Ich schicke dir eine Mail. Okay. Es ist in einem Nebenraum der Kapitänskajüte. Okay, dann gehen wir da mal hin. Da gibt's einen Nebenraum. Das wüsste ich aber. Ich möchte bitte zum Sender. Bitte zum Kapmod. Dankeschön. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Dann lösen wir erstmal dieses Rätsel. Und dann müssen wir höchstwahrscheinlich irgendwann nochmal zum Unendlichkeitskessel runter. Wenn ich nur digitieren könnte. Wie oft soll ich dich noch besiegen, Bro? Ganz ehrlich, komm einfach in die scheiß Stadt. Good hit. Nice and calm. Are you okay? Frag mich, was dein jetziges Problem ist. Gehen wir mal runter. Das wird wieder ein harter Kampf, Jungs. Oh Gott. Ich bin immer noch bei 99%. Kriegst du nicht langsam Hunger, Bro? Aha. Da braucht doch nicht mein Mana. Ach, kommt, Jungs! Ah! Warum ist das hier auch so eng? Gut, Freunde, aber bevor wir uns nochmal mit ihm anlegen, würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir ihn vielleicht mal aus der Reserve bringen können. Haut rein, euer Serum. Tschüss!